Willkommen zurück zu Let's Play Sudoku. Ja, erstmal gucken, ob irgendwer irgendwas Neues hat. Ja, wir können Verstärkung machen. Sehr schön. Zwei Punkte. Wir machen einmal auf Kraft und nochmal auf Kraft. Ja, weil die normalen Angriffe von Elko sollen auch langsam mal stärker werden. So, weiter geht's mit Eilish, die auch noch einen Punkt hat und den machen wir auf. Moment. Beschwert Oh, FP 80. Nee, noch nicht. Dann mache ich die Fertigkeiten hoch, also die FP. Und ja, so, weiter geht's mit Tal. Tal, der kann noch. Ja, was kann der denn? Der kann nix. Der kann nix. Bei dem können wir noch ein bisschen die Kraft hochziehen. Ja. Und was ist mit Pookie? Kann ich nicht. Gut. Dann gehen wir weiter. Ja. We are going weiter. Ich weiß nur nicht genau wohin. Wir haben den Kampf. Scheiße. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Und voll daneben. Okay, ja Leute, ich bin noch etwas nicht so dick hier eingespielt. Könnte man es nennen. Oh, was war das denn jetzt? Unfair. So. Erstmal ein bisschen Schaden austeilen. Hörst du auf, hier irgendwas zu machen, mein Freund? Wow. Du spielst einen drauf gerade hier. Okay, wir sehen, wir machen auch gut mehr Schaden. Also schon ein bisschen was mehr Schaden und auch öfters kritische Treffer. Und ja, ist ganz gut. So. So, mein Freund. Freund Blase hier. Ich habe nichts, was nur 20 hat, verdammt. Ich wollte gerade eigentlich Plasmatiker abfeuern oder ähnliches. Aber egal. So, der da weg. Dann hätten wir den da noch. Der sich da gerade hinter versteckt, den ich gerade voll verfehlt habe. Oh, da ist jemand verletzt. Spooky, um genau zu sein. Gut, da hatten wir alle erledigt. Ich weiß noch nicht genau, wo lang. Ich hoffe jetzt mal hier lang. Ja. Wir versuchen hier irgendwie wieder heil rauszukommen. Hier müsste eigentlich das Büro sein, oder? Nee, scheiße. Ich dachte, hier sei das Büro. Verdammt. Okay, Tal. Ja, eigentlich können wir auch einfach machen, das. Ja. Richtig. Eigentlich können wir es so auch schneller machen, wollte ich damit sagen. Wieder haben zwei ein Level Up bekommen und zwar Tal. Nee, Tal nicht. Oh, Buki hat zwei Punkte. Da sitzen wir doch gleich mal. Ja. Fertigkeit. Und Energie, würde ich sagen. Also Gesundheit. Ja, die auch relativ wenig von. So, und wir haben für Elko zwei Punkte. Das ist doch auch mal schön. Was haben wir denn hier unten Neues? Giftwolke. Versprüht ätzendes Gas. Vorsicht, den Kontakt sowohl schädlich auch als vergiftet. Je höher die Energie, desto größer der Schaden. Weil negative magische Zustände in positive und schützt vor diesen negativen Einflüssen. Achso. Schießt einem einzelnen Granatschuss, der beim Aufschlag eine Explosion hervorruft. Je höher die Energie, desto größer der Schaden. Ja, wir machen mal eine Giftwolke. Kann er ruhig mal lernen. Und dann ziehen wir nochmal die Kraft hoch, ja. Echo soll mehr Schaden machen, ja. Achso, hat noch irgendwer Eilish? Nein, okay, keiner. Dann kann es weitergehen. Aber nicht mit Tal, auch nicht mit Buki, sondern mit Elko, genau. Weiter, öffnen, bitte, danke. Und weiter geht's. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geklickt. Ich habe gar nicht auf die Uhr geklickt. Na, das ist natürlich grandios. Also weiß ich, habe ich keinerlei Ahnung, wie lange ich jetzt hier schon spiele. Und überhaupt, Moment mal. Hier kommen wir doch her.
Da muss ich jetzt noch mal in den Raum, kann das sein? Ja, es kann sein. Wetten. Ah, toll. Also, noch mal in den tollen Raum hier rein. Und dann hier irgendwie nicht geradeaus, sondern woanders lang. Jetzt noch mal kämpfen. Das war so klar. Aber wo muss ich denn dann lang? So, oh, wieder mehr Schaden. Wir sehen's. So, aber wo muss ich denn dann gleich lang? Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, wo ich vielleicht lang soll. Aber das schaffen wir schon. Einmal in einer Reihe. Okay, daneben. Egal. Oh, wie schlecht. Oh, eilig. Wow. Also muss ich ja sagen. Obwohl, ihr Schaden könnte ich auch noch ein bisschen erhöhen, ne? Obwohl, eilig. Nee, die macht ja eher eine Fertig, oder? Leute, ich weiß nicht, wie das mit eilig ist. Mir hat jemand geschrieben, dass da Krafterhöhung auch sinnvoll ist. Aber ich weiß es nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Also in Fertigkeiten ist sie halt sehr gut, aber was mit anderem ist, ich weiß es nicht genau. Also Elko ist mein Shooter-Guy hier. Elko ist für mich zurzeit immer noch der Beste. So. Komm, stopp. Dem, 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 dem. Oh, voll daneben. Oh, wie schlecht ich bin. Oh, doch, ich hab getroffen, gut. So, letzter Schlag, bitte. Da haben wir doch irgendwas bekommen. Omnium gefunden. Heben wir natürlich auf. Und jetzt dürfte ich bitte wissen, wo ich lang muss, weil... Ah, da hat wieder einer Level Up. Was geht denn hier ab, ey? Wer hat denn hier Level Up bekommen? Doch nicht Tal. Das kann doch nicht sein. Doch. Tal? Lol. Okay. Dann, machen wir, nochmal, Gesundheit hoch. Und, nochmal Kraft. Ja. Gut. Wieder weiter mit... Nicht mit Fuki, sondern mit Elko. So, wo lang jetzt? Wo geht's denn hier raus? Hallo? Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen bedeppert. Nee, hier geht's doch nicht raus. Das kann nicht sein. Da komme ich doch her. Ach, hier ist ein Aufzug. Ach, Idiot. Oh Gott. Hätte ich jetzt lange suchen können. Da sind wieder Truhen, obwohl ich glaube, die müssten eigentlich leer sein, ne? Weil wir haben die doch eben alle geöffnet. Nee. Mondstaubfiole. Wow. Plus 1000 HP alle Spieler. Cool. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Geisternektar. Und wir können hier den Gang wieder rausgehen. Denn den Transentia-Kristall haben wir ja jetzt. Also, gucken wir mal, was das hier so zu bieten hat. Dum, 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 da, dum, dum. Da, dum, 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 da, dum. Solltest dich erst einmal von den Strapazen im Forschungskomplex ausruhen. Ich habe keine Eile. Komm wieder, wenn du bereit bist. Dann können wir meine Theorie testen. So, Auftrag erfüllt. Wieder plus Erfahrung. Und der Typ ist weg. Der dürfte jetzt wieder in dem Dings rum sein. Aber bevor ich speichere, werde ich mal eben mich heilen.